Wittenberge. Patrick Lange wurde am 29. Juni mit dem ersten Platz beim diesjährigen Wettbewerb Pokal der Wirtschaft ausgezeichnet. Der Schüler des Gottfried-Arnold-Gymnasiums in Perleberg überzeugte die Jury, darunter auch Uwe Neumann vom Tourismusverband Prignitz, mit seiner Arbeit über die Genesis GmbH in Wittenberge. Über 50 Schüler der 8. und 9. Klassenstufe Prignitzer Schulen hatten sich beteiligt. Thema des diesjährigen Wettbewerbs: Welche Bedeutung hat der Wirtschaftsfaktor Tourismus in der Prignitz? Den zweiten Platz belegten Mika Chikos, Max Köhler und Lukas Schulze vom Marie-Curie-Gymnasium Wittenberge. Sie hatten ihre Arbeit über das Hotel Neuer Henningshof in Perleberg geschrieben. Den dritten Platz belegte Jona Julie Hahn vom Johann-Wolfgang-Goethe-Gymnasium in Pritzwalk. Der Wanderpokal des Prignitzer Netzwerks Schule Wirtschaft ging in diesem Jahr an das Gottfried-Arnold-Gymnasium Perleberg.